Erich Weber, schön, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ich freue mich, denn selten habe ich so einen so umtriebigen Menschen bei mir, aber das natürlich im positiven Sinn. Sie sind Geschäftsführer von Big Brook. Seit 20 Jahren gibt es diese GmbH, 3 Jahre länger schon als Verein. Es ist fast das größte gemeinnützige Beschäftigungsprojekt in der Steiermark. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich sage zuerst einmal danke für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Betrachte es als Ehre und freue mich wirklich hier ein bisschen auch Einblick geben zu können in unsere Arbeit. Big Brook Mur ist eine Beschäftigungsinitiative der Gemeinden aus der Region Brugg an der Mur. Das heißt, es wurde 1993 gegründet als Verein, damals noch 21 Gemeinden, mit dem Ziel, langzeitbeschäftigungslose Personen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und über die Jahre haben wir aus einem zeitlich befristeten Projekt, das seinerzeit für 2 Jahre anberaumt war, jetzt eine Maßnahme gemacht, die sicherlich zu den größten in der Steiermark zählt im Beschäftigungsbereich und die auch schon sehr vielen Menschen geholfen hat, aber umgekehrt auch sehr vielen Unternehmern in der Region schon geholfen hat bei der Suche nach richtigem Personal. Ich glaube, ein wichtiges Projekt in Zeiten, wo das mit der Arbeitssuche ja für Menschen, die nicht auf die Butterseite gefallen sind, nicht ganz so einfach ist. Das ist richtig. Speziell die Situation bei 50-plus-Generation ist eine sehr schwierige am Arbeitsmarkt. Und hier haben wir jetzt auch unsere Schwerpunktsetzungen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice Steiermark gesetzt. Das heißt, wir haben hier massive Beschäftigungsmöglichkeiten jetzt geschaffen für 50-plus, Unterstützungsmaßnahmen aber auch entsprechend, um sie bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Also grundsätzlich könnte man meinen, das wäre schon Arbeit genug. Es gibt aber noch den Erich Weber als Geschäftsführer des Wirtschaftsparks Brugg an der Mur und vom Kulturhaus. Was sind da die Aufgaben? Naja, man muss sich überlegen, wie ist das zustande gekommen. Als ich 1993 Big Brook an der Mur als Geschäftsführer übernommen habe, hat der seinerzeitige Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice, Helfried Faschingbauer, zu mir gesagt, ich suche einen Netzwerker, der die Region vernetzt. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin Maschinenbautechniker, komme zwar aus der Privatwirtschaft, aber als Vernetzer habe ich mich nie wirklich gesehen. Ich habe mir dann einmal schlau gemacht, was könnte der Helfried Faschingbauer darunter meinen. Und aus dem heraus ist meine heutige Rolle entstanden. Das heißt, ich sehe es einfach so, dass wir verschiedene Institutionen, Organisationen, Strukturen zusammenbringen mit einer sehr schlanken Führungslinie und hier in der Region Aktivitäten setzen. Und aus dem heraus ist entstanden die Rolle als Geschäftsführer im Wirtschaftspark. Auch ein Projekt, das eigentlich sehr stark hinterfragt war, wie man es initiiert hat, das sich aber, das kann man sagen, zu einem Erfolgsprojekt entwickelt hat. Und ähnlich verhält es sich mit dem Kulturhaus in Brugg an der Mur, das ich 2006 im Zuge der Landesausstellung übernommen habe. Eigentlich interimistisch. Mittlerweile, wir haben jetzt 16, sind es auch schon wieder 10 Jahre geworden. Also eigentlich Aufgaben, die kurzfristig angedacht wurden und jetzt mittlerweile schon sehr, sehr erfolgreich sind über Jahre hinweg. Seit kurzem gibt es ja auch ein neues Standbein. Erich Weber hat die Lizenz zum Missenmacher für die Steiermark und für Kärnten. Man hofft, dass das auch viele, viele Jahre erfolgreich sein wird. Und ich glaube, Sie sind auf einem guten Weg, denn Sie wollen weg von diesem Disco-Stadel, Fleischbeschau, sondern ganz eine andere Richtung einschlagen. Wie soll das ausschauen? Naja, auch die Misswahlen sind eigentlich Bestandteil meines Netzwerkes. Ich habe die Misswahlen über Jahre als Location begleitet, hier im Kulturhaus in Brugg an der Mur. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich möchte es anders machen, ich möchte es besser machen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, die Lizenz zu übernehmen. Das war schon 2013, wo ich in der Steiermark begonnen habe. Und ich sehe es auch so wiederum als Netzwerk, als Integration ins Gesamte, als Marketingmaßnahme für die Region, als Marketingmaßnahme für unser Haus. Und mein Zugang war einfach der, dass wir den jungen Damen eine adäquate Plattform bieten müssen. Eben weg aus einem Disco-Stadel hin zu einem gehobenen Event, wo man sich präsentieren kann, ohne sich zu blamieren. Und das ist mir ganz wichtig. Wir wollen niemanden bloßstellen, sondern wir schauen hier auf Qualität und wir schauen, dass die Mädels, die mitmachen bei uns, einen entsprechenden Mehrwert aus dem Ganzen ziehen. Das heißt, nicht nur auf einen Abend fokussiert das Ganze zu sehen, sondern mit Vorbereitungsmaßnahmen, mit Maßnahmen danach, aber natürlich auch mit einem wunderschönen Galaabend einen Mehrwert haben für ihr zukünftiges Leben und einen einmaligen Eindruck, wo sie sich nicht dafür schämen müssen. Es wird bald soweit sein, Ende Februar in der Steiermark, es folgt dann Kärnten. Gibt es schon eine Favoritin?
Ich habe 15 Favoritinnen in der Steiermark. Nein, ganz ehrlich, also ich sehe das ganz neutral. Es ist auch so, ich sitze nicht in der Jury. Das heißt, wir haben je Bundesland eine circa 9- bis 10-köpfige Jury, die letztendlich die Miss Düre oder die Miss Kärnten kürt. Ich sitze nicht darinnen. Ich schaue nicht rein. Wir machen keine Vorgaben, in welche Richtung es gehen soll. Es ist wirklich eine Entscheidung dieser Personen, die in der Jury sitzen. Und ich freue mich generell über die Zusammenarbeit mit jedem jungen Menschen. Ich selbst weiß ja heuer den 50er aus und trotz allem, ich arbeite sehr gern mit jungen Menschen zusammen, weil es mich auch anregt in meiner Arbeit, die ich in anderen Bereichen zu tun habe, weil es für mich wichtig ist zu wissen, wie junge Menschen reagieren, wie junge Menschen denken. Wer wird in der Jury sitzen? Wir werden hier in der Steiermark zum Beispiel die Missen haben der Jahre 13, 14 und 15. Das heißt wirklich profunde Kennerinnen, die wissen, was kommt auf die jungen Damen zu. Wir haben da drinnen aber auch Sponsorenvertreter von uns, die logischerweise auch mit dabei sein sollen, wenn sie entscheiden, wer vielleicht in Zukunft dann ihr Werbegesicht wird oder wer als Testimonial für einen Unternehmer generell auftritt dann. Das heißt eine sehr breit gefächerte Jury und wie gesagt eine sehr neutrale Jury. Bei so viel Arbeit braucht man natürlich einen Ausgleich in der Freizeit, im Privatleben. Kann ich mir jetzt vorstellen, das sollte ruhig sein, harmonisch, irgendwo zurückgezogen, wenn man so viel unterwegs ist. Ist aber nicht so. Es ist eigentlich eher ein bisschen laut. Die Leidenschaft zum Motorsport ist definitiv gegeben. Und es ist aber auch so ein bisschen ein Gegensatz zu der Glitzerwelt, aus der Missenwelt hin zum ja, Mechanikerjob, schmutzig, Sakko gegen Rennoverall. Warum dieser Gegensatz? Ich bin mit dieser Materie aufgewachsen. Schon mein Vater ist Autorennen gefahren. Das heißt, ich habe als Kind keinen Fußballplatz gesehen, sondern eine Rennstrecke gesehen. Das hat mich wahrscheinlich geprägt für mein Leben. Umgekehrt ist der Motorsport aber auch so etwas wie Business geworden. Das heißt, ich habe auch Geschäftsbereiche im Motorsport aufgetan. Und es ist einfach eine faszinierende Welt. Es ist eine Welt, wo man schnell reagieren muss. Es ist eine Welt, die aber auch geprägt ist von sehr vielen, ich würde jetzt mal sagen, Blendern. Das heißt, ein Jahr Motorsport oder Erfahrung im Motorsport, Umgang mit Menschen dort, ist das, was man teilweise im Wirtschaftsleben in 5 Jahren hat. Das heißt, Motorsport ist eine Herausforderung, passt aber sehr gut zu meinen anderen Dingen dazu. Das einzige Unterschied ist wirklich der, ich tausche dann an gewissen Rennwochenenden vielleicht dieses Sakko gegen einen Rennoverall oder gegen die Teamchefjacke an der Boxenmauer. Das macht auch Spaß und ist eine Abwechslung. Was waren bisher die größten Erfolge? Ich habe zum Beispiel den österreichischen Bergpokal gewonnen vor einigen Jahren, als Gesamtsieger im österreichischen Suzuki Cup, war auch schon in Dubai bei einem 24-Stunden-Rennen mehrmals am Podest. Das sind aber einfach Dinge, wo ich sage, das ist für einen älteren Herrn wie mich und Amateur durchaus schön, aber damit sozusagen sind auch meine Grenzen ganz klar aufgezeigt. Ich bin ein Amateurfahrer, ich will Spaß daran haben und ich will diese Zeit genießen, mit Freunden, aber auch mit meiner Gattin. Amateurfahrer? Zeit genießen, aber nie das Business draußen lassen. So könnte man das ein bisschen zusammenfassen, oder? Auch hier Netzwerken, um das geht es ja letztendlich, dass man hier zusammenarbeitet und gemeinsam an einem Strang zieht. Also es wird definitiv nicht Fahrt im Leben von Erich Weber, das habe ich jetzt gesehen. Danke fürs Interview und ja, viel Erfolg und viel Spaß für die Zukunft. Ich sage danke.